Hey! Nur Banditen schleichen ohne Licht im Dunkeln herum. Wo ist deine Frau? Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Meister Pfeiffer, Herr Ratzig schickt mich. Hey. Ach ja? Er muss dich sehr schätzen. Ich gebe stets mein Bestes. Das ist gut, denn die Minen sind verdammt wichtig. Silber ist unser wertvollstes Gut. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzig mag mich für übervorsichtig halten, aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Skalitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Skalitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch die Schmelze und die Wasseranlage im Hof prüfst. Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Ist also mit Ärger zu rechnen? Nun, das wird sicher kein Spaziergang. Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundebeute treffen, die die Armee im Schlepptau hatte. Oder auf eine Räuberbande. Du und Herr Ratzig, ihr könnt euch auf mich verlassen. Alles klar, ich mache mich ins Werk. Wieso schleichst du wie ein Strauchdieb im Dunkeln umher? Laut Gesetz muss jeder bei Nacht ein Licht tragen. Hier hat jemand ordentlich gewütet. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Du wirst leiden. Mist! Was ist hier los? Meine Gebete wurden erhört. Fotze! Wer ist da? Hey! Sieh an, was da unter dem Stein hervorgekrochen kommt!
Was ist los? Komm her, du Weiche! Du bist erledigt, Hundsfott! Au! Was hast du jetzt? Thank you.
Halt! Was willst du? Ich komme auf Geheiß von Herrn Ratzig und Meister Pfäfer. Was machst du hier? Was? Was ich hier mache? Ich halte hier Wache, damit kein Lumpenpack das Silber stiehlt. Sehr löblich. Ich bringe dich sogleich zu Meister Pfäfer, auf dass er dich belohnen möge. Aber ich kann hier nicht weg. Wer wird denn sonst Wache schieben? Allzu schlimm aus. Vermutlich waren die Hundsfette wasserscheu. Hier wurde mächtig Radau gemacht, aber es steht noch.
Du hast hier nichts zu suchen. Mit Fremden rede ich nicht. Geht's dir gut? Bist du wahnsinnig? Hör auf, mich zu schubsen! Du bringst uns noch alle um! Hör auf damit! Deine Gier hat dir das Hirn vernebelt! Nein, tu das nicht! Nein! Hey! Kannst du mich hören? Hörst du mich? Bist du noch ganz? Komm schon, sag was! Hey, du da! Was hast du getan? Ich? Gar nichts. Einer von euch muss ihn in den Stollen gestoßen haben. Wenn du nicht hier rumschnüffeln würdest, wäre nichts von dem passiert. Ich habe nichts damit zu tun. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Was es auch ist, ihr habt euch für einen Mord zu verantworten. Nur wenn er davon erfährt. Hört zu, seid doch nicht dumm. Wollt ihr wirklich noch einen Mord auf dem Gewissen haben? Es könnte ein Unfall gewesen sein. Aber du weißt, dass es keiner war. Hm? Vielleicht warst du's ja, der ihn gestoßen hat und wir haben dich aufhalten müssen. Das ist doch lächerlich. Wenn ihr von hier verschwindet, verspreche ich euch, dass niemand Fragen stellen wird. Hey, wo geht ihr hin? Ihr lasst uns doch nicht im Stich, oder? Wir haben doch so schöne Zeiten gehabt. Habt ihr vergessen, wie wir uns umeinander gekümmert haben? Hey! Oh.
Was ist hier los? Was war das denn? Was ist denn? Du siehst wie ein weitgereister Mann aus. Und so jemanden suche. Ich sag's mal so. Und ich bin bereit. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit für Reisen.
Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich würde dich gerne noch etwas fragen. Ja? Alles klar. Ich mache mich ans Werk. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich bin wegen der Mine hier. Sehr gut. Was hast du herausgefunden? Ich konnte nicht überall nachsehen, aber ich habe etwas in Erfahrung gebracht. Was denn? Wendel und seine Leute haben Silber gestohlen. Diese Maden. Ich wusste es. Hast du ihn hergebracht? Leider nicht. Er hatte Angst, auf dem Scheiterhaufen zu landen und versuchte, mich zu töten. Nun, ich bin froh, dass ihm das nicht gelungen ist. Aber nun werde ich gar nichts erfahren. Tja, das ist wohl Pech, nicht wahr?